Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games von A bis Z. Und heute ist dran Cybernoid, der Fighting Machine. Ich bin gespannt. Es ist das letzte Game aus C. Also ich spiele ja von A bis Z alle NES-Games. Und das ist das letzte, das mit C anfängt und kommt dann zu D. Ich bin gespannt. Das Cover schaut ziemlich gut aus. Das Game ist von Akalim. Kann also nicht so schlecht sein, meiner Meinung nach. Schauen wir mal, bevor hier der Start, Autostart hier läuft. Ich würde jetzt gern eigentlich anfangen. Okay, das ist es schon, oder was? Okay. Aha. Ich kann hier Raketen schießen. Ich kann hier normal schießen. Was ist das? Tötet mich das? Nope. Strange Setting. Okay. Muss ich da runter? Ja. Scheint so. Okay. Das ist alles andere ist leicht. Ja, das wollte ich einsammeln. Wie soll man denn das hier? Ich stelle mich einfach darüber und mache die da so platt. Oder kommen da unendlich Gegner oder was? Scheint mir fast so, als würden da unendlich viele kommen. Ich hole mir da mal was. Ah. Kann das nur so grottenschwer sein? Das gibt's ja nicht. Müssen wir tippen, zwar in der Karte geben. Aha, da ist ein kleines Schutzschild eingesammelt. Es ist mir nicht ganz klar, was ich machen muss. Muss ich weiter runter oder? Wie komme ich denn weiter runter? Das killt mich doch instant, das Zeug. Jedes Mal, wenn ich da runter will, killt es mich. Okay, ich mach mal ein bisschen. Okay. Kann ich das irgendwie. Was ist Start? Schauen wir mal. Standby. Select bringt nichts. Ah, das tötet mich auch. Okay. Boah, es ist schon irgendwie. Was? Aha, da muss ich das so taktieren. Kann ich das irgendwie abschießen? Das war aus dem Buch, oder? Uah! Der killt mich instant. Hier kommt dann natürlich ein Gegner raus. Keine Raketen mehr. Aha, jetzt kommen keine Raketen. Kommen nur einmal Raketen raus, okay. Aber ich kann jetzt keine Raketen mehr schießen. Also Raketen scheint man nicht unendlich zu haben. Boah, das wird aber schwierig, Leute. Boah! Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Weiß ich selber nicht. Kommen wir sicher wieder unendlich. Da kommt gleich wieder eine Rakete, oder? Es ist echt. Wie soll ich denn da jemals rüberkommen? Ne, noch mehr von dem Zeug. Oh Mann. Ah, unschaffbar, oder? Wahnsinn. Wow, das war die Kollisionsabfrage. Ein bisschen. Ah, das ist einfach null Toleranz hier. Wie habe ich denn das vorhin geschafft? Ah, Game over. Wow, das ist mal ein richtig hartes Spiel. Wahnsinn. Halt, endlich mache ich irgendwas falsch, das ist so richtig schwer. Und das Level-Design finde ich. Ich spiele auf Easy, Leute. Ist das euer Ernst? Das kann es doch nicht sein. Kann es doch nicht sein. Ich spiele auf Easy.
Wie soll ich denn da jemals rüberkommen, ohne zu sterben? Es ist unmöglich. Wer kann nach unten schießen? Die Gegner kommen von unten. Wer denkt sich denn da sowas? Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist einfach nur gut Glück. Okay, der schießt da diese Kann ich das nicht irgendwie abschießen? Oh ja, man kann es abschießen. Okay. Mit Raketen sollte man sparsam sein. Jetzt check ich's. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so hardcore schwer. Ah! Und schon ist er tot, wie er das sagt. Vielleicht ist es doch nicht so hardcore schwer. Kommen wieder die Raketen. Tschüss. 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 Ja, es ist schon hart auswendig lernen, oder? Da habe ich keine Rakete mehr, wieso nicht? Er bringt nichts. Okay, ich nehme an, dass wenn ich das jetzt abschießen kann, ist es ein bisschen leichter. Okay, die sind genauso schnell wie meine Fallgeschwindigkeit. Das muss ich auf jeden Fall nutzen. Boah. Das schaffe ich nicht. Ich möchte jetzt mal auf hart spielen, bitte. Machen wir einen Reset. Ich möchte mal auf hart spielen. Das gibt's nicht. Schauen wir mal, wie es auf hart ist. Das kann ja hart unmöglich noch schwerer werden. Sehr gut. Habe ich da platt gemacht. Rüber, runter. Ah, zu langsam. Ah, da schießt jetzt der zweite von diesen Dingen raus. Statt eins. Rakete. 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 Na komm schon. Nix Rakete. Okay, nix Rakete. So, da. Da geht's. Man fällt schneller auf schwer. Oh Mann. Also den Trick, dass man einfach... Boah, ist das hart. Nein, das geht ja gar nicht. Flappy Bird ist nichts dagegen. Das Timing wird einfach... Das Timing verändern ist ja super fies. Also das Timing bei sowas zu ändern, durch den Schwierigkeitsgrad. Ja, aber mal ehrlich, das Level-Design ist nicht gut. Schwer hin oder her, aber das Level-Design ist einfach nicht gut zum Teil. So, mal schauen, ob ich das jetzt schaffe. Mal immer eine Strategie überlegen. Wenn der unten ist, einfach durchfliegen vielleicht. Darüber und dann gleich runter. Okay, ich probiere es mal. Was geht ab? Oh Mann, wie soll das gehen? Also ich glaube, es ist das härteste NES-Game bis jetzt. Ganz ohne Spaß. Ja, und wenn es jetzt noch nicht schwer genug ist, kommt ja doch so ein Krabbelfisch dazu. Ja, es ist einfach nur schwer. Die Grafik ist nicht besonders, der Sound ist nicht besonders, es ist einfach nur schwer. Sonst nix. Ich versuche da jetzt noch durchzukommen. Nein. Man kann doch nichts abschießen, dann. Das ist einfach nutzlos. Ah, er hat mich bei der Kanten hängen geblieben. Das erinnert schon ein bisschen an Flappy Bird, oder?
Na. Ich schaff das nicht. Das ist einfach zu. Nein, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Oh Mann. Ja, Leute. Es ist wirklich schwer. Also, wenn ihr mal Bock habt auf was so Schweres, dass ihr nur noch kotzt, dann spielt unbedingt mal Cybernoid, The Fighting Machine. Aber eigentlich muss man es nicht unbedingt zocken, finde ich jetzt. Es ist einfach zu schwierig. Macht keinen Spaß. Wenn das Level-Design wenigstens gut wäre, könnte ich es mir noch reinreden lassen, aber so bringt niemandem was. Das ist ja... Nein, das ist einfach nutzlos. Nein, aus. Ende Gelände. Ende. Ich habe 10 Minuten gezockt. Das reicht hier. Das reicht hier mehr als aus, sage ich mal. Ja, mein Endscreen geht nicht mehr. Ich weiß nicht. Warum muss ich immer zweimal hin und her schalten, bis mein Endscreen geht? Keine Ahnung. Egal. Ihr wisst ja, wie er aussieht mittlerweile. Rechts seht ihr, was ich schon alles gezockt habe. Unten geht's zum Abonnieren und wenn ihr mit mir Spaß hattet, dann einen Daumen hoch da lassen. Dann freue ich mich natürlich. Und wenn ihr ein bisschen Erfahrungen teilen wollt, ab in die Kommentare damit. Immer gern gesehen. Ciao, Leute.